Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei König Niklot. Und ich habe noch ein bisschen über eine Sache nachgedacht, nämlich über den Krieg, den unser Bruder hier führt gegen Sachsen. Weil so richtig zufrieden bin ich nicht damit, denn es ist eigentlich eine reine Spieldesign-Entscheidung, warum wir jetzt nicht einfach in diesen seinen Krieg mit eintreten dürfen. Weil wenn wir uns jetzt mal an die vorstellen, jetzt eine authentische Situation, da wäre es natürlich selbstverständlich denkbar, dass wir da mitmachen, wenn wir das wollen. Wir können ja noch nicht mal ein Bündnis machen mit unserem Bruder. Warum das allerdings nicht geht, ist mir auch nicht hundertprozentig klar. Schauen wir uns das nochmal an. Also Diplomatie persönlich, nee, geht nicht. Der Kriegsbeitritt geht nicht. Das geht alles nicht. Ihr seht es. Okay, aber ich habe überlegt, eine Sache könnten wir schon machen. Wir könnten einfach ebenfalls Sachsen den Krieg erklären. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir warten jetzt, bis unser Bruder verliert, nehmen den gleichen Kriegsgrund und geben ihm dann die Dithmarschen. Oder wir steigen jetzt in den Krieg mit ein und helfen ihm einfach, ohne selbst jetzt großartig ja, was zu erobern. Oder zumindest können wir vielleicht zurückerobern. Bin mir ganz gar nicht so sicher, ob das geht. Aber ich denke, das werden wir tun. Also das kommt mir dann doch irgendwie vor wie der realistischere Weg. Wir werden jetzt nicht unheimlich viel Prestige dafür ausgeben. Und ich werde dann auch Dithmarschen als Ziel angeben, dass wir jetzt gar nicht erobern können, weil unser Bruder es im Moment erobert hat. Aber das ist ja auch okay. Wir werden das auch nicht konkurrierend erobern. Wir werden vor allem die Armee der Sachsen besiegen, sodass unser Bruder freie Bahn hat. Und wenn er dann seinen Krieg gewinnt, dann haben wir kein Kriegsziel mehr und dann müsste der Krieg eigentlich für uns auch vorbei sein. So zumindest jetzt meine Idee des Ganzen. Also, erklären wir diesen Krieg, heben wir mal hier unsere Truppen aus und gehen dann gleich mal in die Schlacht. Eine Sache ist allerdings noch wichtig und zwar, ich habe mal wieder eine wichtige Angelegenheit vergessen. Unser Sohnemann ist schwer verwundet und ich kann es mir so erklären, dass er irgendwie Champion war im Krieg gegen die Bauern. Er hat eine richtig üble, schwer heilbare Wunde und eine entzündete Wunde. Im schlimmsten Falle stirbt er jetzt. Nun gut, wir haben noch einen zweiten Sohn, aber das ist wieder dramatisch und da will ich ja hier noch auf jeden Fall nochmal eingreifen, dass das nicht wieder passiert. Wir verbieten das. Ich finde, wir sollten auch eher so mittelguten Herzögen das verbieten, dort mitzukämpfen. Falls wir nicht eine politische Motivation haben, dass das stattfindet. Unser Bruder zum Beispiel, der ist ein ganz guter Kämpfer, Herzog Radimir. Da kann ich mir vorstellen, dass der das dann auch macht und machen kann. So, also, dann nehmen wir mal unsere Armee und schicken die den Sachsen entgegen, wenn sie dann ausgehoben ist. Die Schlacht wird jetzt erstmal noch verloren gehen. Oh, und Prinz Radomir ist beeinflusst. Das müssen wir auch kurz nochmal klären, dass wir hier die nächste beeinflusst machen. Aber warum ist er denn bei minus 13? Was ist dann jetzt passiert? Ach, er möchte inzwischen einen Sitz im Rat? Ist das dazu gekommen? Er war doch eigentlich ganz guter Dinge. Minus 40. Ja, das scheint der Hauptaspekt zu sein. Okay, dann müssen wir weiter dranbleiben. Das ist mir schon wichtig, dass unser Bruder, dass wir da ein gutes Verhältnis haben. Da haben wir ihm eben noch bei den Bauern geholfen und dann das. So, wo haben wir denn die Sachsen? Hier. Mal gucken, wann wir sie erwischen. Sie belagern Lübeck. Okay. Anführer ist Miroslav Lubitsch. 21er. Was haben wir eigentlich noch für Befehlshaber? Ah, der gute Hans. Der Waldkämpfer. Versorgung ist kein Thema. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Hans oder Leszek. Ja, nehmen wir mal Hans. So, desertierende Aufgebot in Chelmo. Da haben wir da so schöne Straße gebaut. Und dann jetzt. Wahrscheinlich können sie einfacher desertieren über diese neuen Straßen. So, wir erwischen sie leider nicht. Aber schaut mal, da kann es sein, dass wir im Wald kämpfen. Ne, hier leider nicht. Egal. Wir haben trotzdem einen schönen +8-Vorteil, weil unser Anführer Abstand besser ist. So, und damit haben wir die Sachsen besiegt. Und jetzt ist die Frage, ob unser Bruder jetzt eigentlich mit seiner Armee... Halt, da habe ich jetzt auf das falsche Wappen geklickt. Wartet mal, ist der Krieg unseres Bruders vorbei? Ernsthaft? Tatsächlich.
Hat einen Frieden geschlossen. Okay, dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt wirklich ein freundlicher Bruder und dann werden wir diesen Krieg ernsthaft führen und werden diese Provinz zurückerobern oder erobern für ihn. Dithmarsch, möglicherweise wurde er auch gefangen genommen. Kann mir das jetzt gerade nicht anders erklären. Jetzt ist die Frage, können wir es uns erlauben, unsere Armee schon zu teilen? Ich denke ja. Warum haben wir eigentlich deutlich weniger, als ich dachte, an Soldaten? Wir sind nur noch bei 6.000, interessanterweise. Ja, wir sind schwächer. Schwächer als vermutet. So, die marschiert dorthin. Die können. Ja, wo ist die Hauptstadt? Wir können uns auf den Weg zur Hauptstadt machen. Ne, wir belagern erstmal den Weg dorthin. Wir kommen da schon an unsere Kriegspunkte. König Arne hat einen Krieg verloren. Der König von Schweden gegen die Herzogin von Essex. Die haben irgendwo eine neue Grafschaft gewonnen. Olafborg. Wo ist die? Hier hinten. Ah, England macht sich jetzt auch dort breit. Interessant. Gut, die Sachsen, die verziehen sich erstmal. Wir können in Ruhe belagern. Soweit alles in Ordnung. Rein systematisch ist das ja eigentlich ein Herzogtum, was noch gar nicht in unserer Reichweite ist, das Herzogtum Holstein. Aber nö, das ist der Wille unseres Bruders oder der Wunsch. Und ich denke, als treuherziger Bruder helfen wir ihm dabei, das umzusetzen. Okay, dann marschieren wir mal. Was ist denn das nächste auf dem Weg dorthin? Diese Burg. Machen wir das jetzt mal Stück für Stück. 23%, jetzt schon 31% hier für uns. Gehen wir hier weiter. Ja, da nehmen wir dann ein bisschen was in Kauf. Und danach können wir direkt zur Hauptstadt durchmarschieren, wenn wir das haben. Das sollte dann keine Schwierigkeit mehr sein. Und wir sind für unsere Hingabe bekannt. Wir haben die nächste Stufe erreicht, gläubig. Und, oh, es ist soweit. Blekinge. Die haben unseren Glauben angenommen. Na, das ist ja großartig. Okay. Dann können wir uns überlegen, wo wir weitermachen. Das war wirklich eine lange Zeit. Wie sieht's denn aus? Ja. Naja, sieht doch eigentlich besser aus, als ich dachte. Wir müssten hier die neu eroberten Gebiete vielleicht uns mal vornehmen. Oder Möhre halt. Ja, ich denke, Möhre wäre vielleicht jetzt das Beste, als nächstes anzugehen. Da sind wir auch dabei, die Kontrolle zu erhöhen. Kann man das? Ja, machen wir es gleichzeitig. Okay. Dann zurück hier zum Krieg. Da sind die Feinde. Oh, wie haben die sich denn dorthin geschlichen? Den werden wir aber gleich noch in die Quere kommen. Nachdem wir das hier erobert haben, Buxtehude. So, Prinz Radomir haben wir jetzt erstmal so weit wieder beeinflusst, dass seine Meinung gut ist. Dann schaue ich jetzt mal, gibt es noch irgendwie Probleme mit irgendwelchen Vasallen? Oder kriegen wir hier den Frieden ganz gut gewahrt? Herzogin Salomea, ja, der sollten wir uns auch mal annähern. Warum hat die eine schlechte Meinung von uns? Gar nichts Spezielles, ehrlich gesagt. Okay. Beeinflussen wir sie. 93%. Hey, wir sind auch echt gut in der Sache. So. Ein 20er Anführer, genau, Waldkämpfer. Dann ziehen wir jetzt dorthin, um die Sachsen hier nochmal zu besiegen. Während wir hier weiter belagern. Aber sie fliehen natürlich, die Feigen. Die feigen Sachsen. Sie fliehen dorthin, wo wir gut kämpfen können. In den Wald. Willkommene Verwaltung. Ja, sehr schön. Schaut euch diesen wunderbaren Vorteil an. Und Hans Kusse, er ist auch dabei. Oh, und er wurde direkt verwundet. Konnte jemanden verstümmeln, wurde selbst verwundet. Ich hoffe, er überlebt. Gut, wir haben irgendjemand gefangen genommen und sind jetzt bei Kriegsstand 53. Was ist hier los? Ein Vormund kann zugewiesen werden für Salomea. Stimmt, das Mädchen habe ich mir noch gar nicht gekümmert. Das wollte ich auch machen.
Wobei, warte mal, Salomea. Ach, die ist jetzt auch 6 geworden. Wir haben einige. Christina, die haben wir auch noch nicht behandelt. Okay, dann werden wir erstmal hier. Sie, auch sie ist natürlich herrisch. Und das ist diesmal eine 6. Das heißt, sie geht in Richtung Bildung. Hier werden wir wieder. Wer ist denn hier gerade? Vormund? Ah. Warum denn immer unser Erstgeborener? Wenn wir entfernen und eigentlich müsste unsere Frau wieder zur Verfügung stehen. Steht sie aber nicht. Warum nicht? Hat die schon 2? Eigentlich ist doch die eine Erwachsene geworden. Das muss ich kurz mal prüfen, was da los ist. Nee, warum geht das nicht? Ist sie nicht da? Mündel anbieten. Doch. Komisch. Geht. Sie wird annehmen, natürlich. Okay, aber das waren noch nicht alle Kinder, denn wir haben noch Jaroma. Und das ist jetzt auch nochmal wichtig, weil auch hier haben wir nicht gewürfelt. Und er ist nachdenklich, unser zweiter Sohn. Und Cornelia ist schon verletzt. Mann, was hat die denn gemacht? Na egal. Also er ist nachdenklich. Das heißt, mal eine andere Konstellation. Und ich würfle eine 4. Und das bedeutet, er geht tatsächlich in den Bildungsbereich. Was, glaube ich, so relativ neu ist für ein Krutoi. Sehr schön. Und hier benötigen wir in der Tat, da haben wir einen Vormund. Wer ist das denn? Irgendjemand in Galinden. Das möchte ich eigentlich auch nicht haben. Können wir das noch beenden? Es sieht so aus, als hätten wir darauf keinen Einfluss. Wenn ich das richtig sehe. Nee. Das scheint nicht zu gehen. Also weil er jetzt dort eingeheiratet hat oder sich verlobt hat oder wir ihn verlobt haben, scheinen wir da oder kann ich das hier machen? Vormündel anbieten? Nee, ich kann das nicht entziehen. Na gut, dann ist das eben so gegeben, auch wenn es mich ein bisschen wundert. Sie ist irgendwie von niedriger Geburt. Sehr, sehr merkwürdig. Okay, weiter aber hier im Krieg. Die Schlacht war gewonnen. Wir sind bei 53% und marschieren jetzt mit unseren Belagerungswaffen hier durch. Kriegen einmal Verluste von 142, aber das ist zu verschmerzen. Okay, und unsere Frau erledigt treusorgend wieder diesen Job. Pferden ist jetzt in unserer Hand. Wir sind bei 62%. Dann macht ihr einfach hier weiter. So, was ist hier los? Oh nein! Oh mein Gott, wartet mal. Unser Sohn ist gestorben. Wenn ich das richtig jetzt gesehen habe. Tatsächlich, es ist schon wieder passiert. Das ist so ein bisschen auch das Schicksal hier der Krutois. Das ist schon mit Krutois ersten Sohn geschehen und jetzt auch das Prinz Clement ist nicht mehr. Und damit haben wir nur noch einen Sohn. Das heißt, die Erbschaftsfrage hat sich insofern auch komplett erstmal geklärt. Der erbt alles. Und wir haben Kisina wieder in unserer Hand, was erstmal kein Problem ist, weil wir damit alle Domänen, die wir haben können, auch besetzen. Aber das ist ja wirklich schon ein bisschen tragisch. Aber erstmal müssen wir uns um den Karpfenteich kümmern. Okay, das kennen wir schon. Der Baumeister kann einen bauen. Und werden wir hier feilschen? Nee, das passt nicht zu uns. Ich würde sagen, ja. 105. Wir haben minus 7 durch diesen Krieg. Er ist aber treuherzig. Und deswegen sagt er einfach, ihr bekommt alle Ressourcen, die ihr benötigt. Das passt schon. So. Das müssen wir auch noch machen. Verbündete wollen wir dich reinführen, aber die Vormundsache mit unserer Tochter machen wir erst später. Kaur wird erwachsen. Unser Bastardsohn. Wenn wir den verheiraten, kriegen wir, glaube ich, kein Bündnis, ne? Ne, genau. Das war jetzt so mal ein Testklick.
Der könnte sich eigentlich selber jetzt jemanden suchen. Er gilt ja als von niedriger Geburt. Die Frage ist, gibt es irgendeinen, haben wir noch irgendeinen Nutzen für ihn? Lispler und Bastard, ich weiß nicht recht. Ich glaube nicht. Man kann ihm doch... Er müsste sich eigentlich jetzt selber eine Frau suchen dürfen. Sonst wird er den Hof verlassen. Ich denke, wir werden mit ihm... Na gut, halt, stopp. Wir sind treuherzig. Wir sind treuherzig. Und die Frage ist, ob wir nicht deshalb doch irgendwie ein Interesse haben, dass es ihm gut geht. Okay, dann lasst uns mal darüber nachdenken, wie wir das organisieren können. Ein Amt und sowas, das geht alles nicht. Aber vielleicht gibt es ja eine Ehepartnerin, die irgendwie passt. Also wir können ihn nicht... Aber kann man ihm eine Baronie oder sowas geben? Legitimieren will ich nicht. Wir gucken mal, was hier vielleicht in unserem eigenen Land hier möglich ist. Pommersch, das sind alles von niedriger Geburt, was hier angeboten wird. Komplett, sehe ich das richtig? Das ist ja der Hammer. Okay, also niemand aus höherem Hause will ihn heiraten. Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Wir schauen mal bei Rang nach. Da ändert sich nichts. Na gut. Dann suchen wir ihm einfach so eine nette Frau. Und das ist unsere Form, uns um ihn zu kümmern. Mathilda. Eine pommersche Frau. Gesellig, fleißig und ehrgeizig. Das ist doch nett. Machen wir das mal so. Ja, Lispler. Gut. Kauer verliert Prestige, aber das hat er eh nicht. Sollen die beiden heiraten und glücklich werden. Die werden dann dennoch wahrscheinlich unseren Hof verlassen, weil wir ihnen einfach nichts anbieten können. Na gut, wir hätten natürlich jetzt noch eine Frau suchen können, die eine Rolle spielen könnte, aber was haben wir denn schon zu vergeben an Position? Nicht viel, ehrlich gesagt. So, die verlassen hier wieder das Gebiet. Wir werden aber jetzt erstmal zu Ende belagern und mit der Belagerung der Hauptstadt, denke ich, auch diesen Krieg beenden können. Ansonsten müssen wir nochmal zurückziehen und ihn dann nochmal schlagen. Diese Schläge auf die Schilde sind auch ein bisschen nervig, oder? So, wir kontrollieren die Hauptstadt. Wir sind bei 94%. Wir haben die Nichte des Herzogs gefangen und marschieren dann direkt nochmal zurück, um... Ja, vielleicht kriegen wir hier schon die 100%, um jetzt den Sieg einzufahren. Müssten wir eigentlich damit kriegen. Okay, damit ist es tatsächlich gelungen. Wir können die Forderung erzwingen, so sei es. Und ja, lösen unsere Truppen auf. Und werden jetzt... warte mal. Was ist mit Dithmarschen jetzt passiert? Habe ich nicht gerade den Krieg erfolgreich beendet? Ach so, ich hatte den falschen Kartenmodus. Ja, Dithmarschen. Und jetzt machen wir unserem... Jetzt machen wir unserem Sohn ein Geschenk. Ich ignoriere immer, dass er eigentlich Herzog von Prutzen und von Schleswig ist. Insofern, ja okay, nee, alles gut. Also, Titel vergeben. Grafschaft von Dithmarschen. Perfekt. Also sein Ziel hat er durch uns damit erreicht. Und das Reich ist ein bisschen gewachsen. Dann schauen wir mal, was wir mit den Gefangenen anstellen können. Ich werde wieder so verfahren, dass da, wo es sich lohnt, dass wir Lösegeld erhalten, wir das auch gerne nehmen. Aber nicht zwanghaft. 10 Gold zum Beispiel da. Werden wir dann das andere verlangen. Hartwig von Lübeck. 25 Gold, nee, ist es auch nicht wert, meines Erachtens. Nee, rekrutieren wollte ich ihn nicht. Ich meine, wir können natürlich gucken, ne, immer jeweils, wenn sie... Der wäre zum Beispiel... ärgere ich mich gerade ein bisschen. Der wäre eigentlich ein guter Kämpfer gewesen in unseren Reihen. Das könnte man schon mal machen. Der
Nicht so, das ist ein Franzose. Und das sind die anderen beiden, die schon lange bei uns sitzen und auch dort bleiben. Hervorragend. So, das ist jetzt mal die Geschichte. Kriegen wir die ganzen Nachrichten. Alles klar. Und haben minimal Gold eingenommen. So, ich will eine Sache nochmal prüfen, wie es aussieht mit der Nachfolge. Ja, da ist die Sache ganz, ganz klar. Wir haben nur einen Erben, der damit natürlich immer wichtiger und bedeutsamer wird. Keinen männlichen Erben zu haben, ist, wie wir wissen, kann eine große Belastung sein. So, kannst du mal weggehen? Oh, wir sind schon beim neuen Lebenswandelvorzug. Den werden wir natürlich dann aktivieren. Ketten der Treue, heimische Angelegenheiten. Das ist die Ratsaufgabe, der wir gerade gar nicht folgen. Großaufgebote. Da wir gesehen haben, dass unsere Aufgebotsstärke so ein bisschen zurückgeht, werde ich das mal machen aus reiner Sicherheit. Prinz Jaromar hat Meinung erhalten. Die Königin war es und Herzogin Salomea ist positiv beeinflusst. Das Ganze war jetzt auch von Erfolg. Okay, dann gucken wir nochmal in den Rat. Hier alles gut. Königin Bertha, wisst ihr was? Wir sollten auch ein gutes Verhältnis zu unserer Frau haben. Werden wir unsere Frau mal in unserem Sinne beeinflussen. Okay. Ja genau, Stammesbesitztümer feudalisieren. Das ist eine teure Angelegenheit, das will ich gerne tun. Das wollen wir nicht machen. Ihr könnt Herzog Wolter den Krieg erklären. Wolter von der Lausitz. Aber da scheint es... Ich weiß gar nicht. Oh, das ist irgendwie neu. Hier gab es eine Teilung. Aber da haben wir keinen relevanten Kriegsgrund für uns. Annika interessiert uns nichts. Und ein Bündnis mit unserem Sohn können wir aushandeln. Das sollten wir machen. Alles klar. Ansonsten nichts Relevantes. Wir haben keinen Hofarzt mehr. Habe ich da eine Nachricht verpasst? Oh. Okay. Dann schaue ich erstmal wieder unter den Mitgliedern des Hofes, wen wir dort Talentiertes haben. Ja, ich bin mir bewusst, dass wir auch jemanden mit hohem Bildungswert einsetzen können. Ich finde es aber erst einmal passender, wenn das ein ausgebildeter Arzt ist, zumal man dort sofort dann auch den Gesundheitsbonus bekommt. Wir könnten natürlich unsere Priesterin Maria für diese Aufgabe wählen. Aber ich werde dennoch erstmal versuchen, einen richtigen Arzt zu finden. Wenn das nicht klappt, dann wählen wir, glaube ich, Maria als Alternative. Gut. Hofarzt. Wen haben wir denn da? Was ist denn hier nochmal? Hier gibt es irgendwas Neues. Es gibt drei jetzt. Sehe ich das richtig? Okay, das ist interessant. Also wir haben einen Slowianskanischen. Der ist ein angesehener Arzt und mit einer hohen Bildung. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Die ist mit Sicherheit schlechter. Und wir haben noch hier irgendjemand, eine katholische. Okay, die ist wahnsinnig. Ein Genie. 65? Nee. Wir bleiben mal hier bei den uns naheliegenden. Er ist nur ein bisschen stur, so sieht er auch aus. Aber er wird unser Arzt. Bohumir ist recht erfahren, alles klar. Und der wird es dann auch. Graf Ludwig konvertierte zum Katharertum. Das ist aber kein unserer Grafen, ein französischer Graf. Und wir werden eingeladen von Gräfin Jolanta von Varnabia, unsere direkte Vasallin, zu einem Festmahl. Da sind wir auf jeden Fall dabei, ganz klar. Eine herzliche Begrüßung. Alle Gäste versammeln sich in der großen Halle und Gräfin Jolanta begrüßt uns. Alle zum Fest, zu dem wir so großzügig eingeladen wurden. Ja, sehr, sehr schön. Warum haben wir immer noch keinen Hofarzt? Die Anzeige scheint mir falsch zu sein. Klicken wir mal weg, wir haben einen. Versprochen ist versprochen. Was habe ich da gestern Nacht versprochen? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es losging. Ich weiß noch, wie meine Vasallin, Gräfin Jolanta, einen Klaps auf den Hintern von mir bekam und ich zu ihr sagte, dass ich alles tun würde, was sie von mir verlangt. Jetzt machen Gerüchte die Runde über den Eid, den ich geschworen habe.
Ja, komm, wir sind dann in der Hinsicht ein bisschen naiv, habe ich ja schon gesagt. Versprochen ist versprochen, ganz egal, wie die Umstände aussehen. Sie hat damit ein schwaches Druckmittel gegen uns. Ja, da macht sich, glaube ich, unser König jetzt keinen großen Kopf drüber. Weiter geht's. Das Dilemma. Das Festmahl neigt sich dem Ende zu und meine gläubige Vasallin Yolanta und ich finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. Sie fragt mich nach meiner Meinung zum Thema Segnungen der Ehe, das ihr selbst auch sehr am Herzen liegt. Okay. Was ist das für eine... was ist das denn für eine Frage? Hat sie irgendeinen Hintersinn? Dieses Thema fasziniert mich ebenfalls. Ich bin mehr interessiert an euch. Haben wir ein Interesse an einer intimen Beziehung? Nee, wir sind zufrieden und treuherzig. Das bezieht sich auch auf unsere Gattin, aber wir werden sie da nicht, wie soll ich sagen, abweisen, sondern wir sagen, ja, das Thema interessiert uns auch. Sehr schön, alles klar. Wir würden Entspannung verlieren oder Anspannung verlieren, aber die haben wir gar nicht, weil unser König so gelassen ist. Wie auch immer, das Festmahl ist zu Ende. Wir kehren zurück und 15 Meinung. Aber keine Freundschaft oder ähnliches. Okay, alles klar. Das Fördern der Kultur ist beendet in Lutetia. Warte mal, hat er da aber einen eigenen Job gemacht, ne? Nee, ich habe ihn doch hier nach Cassinia geschickt. Oder ist da... Hä? Weiß ich nicht, was da passiert ist. Das verstehe ich nicht ganz. Oder es ist ein Event. Ich glaube, es ist ein Event gewesen. Durch die Ansiedlung der polabischen Kulturen, das Einsetzen einer neuen Verwaltung, haben die Bewohner von Cassinia... Nee, es geht doch um Cassinia. Die polabischen Traditionen voll für sich angenommen. Allerdings sehe ich hier, dass es Pommersch ist. Aber jetzt nicht mehr. Ich muss einfach nur aufs Event klicken. Wie gewohnt. Ja, hervorragend. Das hast du gut gemacht. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, ob wir in der Hinsicht weitermachen. Ich denke, wir werden mal ein bisschen Steuern eintreiben, weil unser Einkommen ist doch relativ gering. Und wir haben jetzt wirklich mal Pläne hier, diese Stammeskultur endlich zu modernisieren in unserem Reich. Mit diesen Plänen beende ich dann auch erstmal diese Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.